Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei, ja, bei Raft, bei der letzten Aufnahme wahrscheinlich, voraussichtlich. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal nach auf unser schlaues Gerät. Genau, etwas mehr als 800 noch, 800 Meter und dann sind wir auch schon da. Ihr könnt schon mal unseren Blick in dieser Richtung schwenken und ein bisschen was futtern. Ich gehe mal ganz kurz nach unten, mal eben schauen, mal eben was trinken und mal eben, wie es mit dem Boot unten aussieht. Oha. Oha, ich baue. Oha, da müssen wir dringend mal eben schnell bauen. Was für Material. Genau. Ping bei 99, easy. FPS auch bei 99. Ich brauche ein bisschen Platz. Oh, hier kommt noch was für Jan. Das, ja gut. Kommt vor. So. Alles klar. Gut, wir schauen mal, wann wir ankommen. Ich glaube, das dauert noch nicht ganz so lange. Schön, mein Bottich hier, ne? Oh, köstlich, dieser Wind. Oh, schön. Schauen wir mal, wann da irgendwas kommt, wann wir da irgendwas sehen. Das macht wieder so kleine Minisprünge, das Ganze. Nicht so schön, wie es sein sollte. Wir machen mal eben, wir schmeißen mal eben ein bisschen was auf den Grill, ne? Ist ja voll normal. Mal eben hier und da mal eben was drauf jagen. Wir müssen ja irgendwie überleben. Wir gucken nochmal nach. Die Batterie dürfen wir ja nicht so hart belasten. Schauen wir mal eben nach, ob wir noch irgendwie hier. Ah, hier haben wir noch einmal Plastik. Okay. Noch können wir die Sachen ja alle öffnen. Nichts mehr hier. Ne. Also kein Holz mehr oder sowas. Das haben wir leider nicht mehr da. Für uns ist es jetzt einfach nur noch wichtig, durchzukommen. Durchzukommen, zu überleben. Und ich glaube, dafür brauchen wir jetzt erstmal keine Materialien. Ich sammle jetzt auch nicht mehr. Also ich möchte jetzt einfach nur noch gucken, dass wir das Ende erreichen. Ich gehe davon aus, dass die Folge jetzt extrem kurz wird. Leider. Und beim letzten Mal hatte ich einfach leider keine Zeit weiter aufzunehmen. Ich hätte es liebend gerne gemacht. Ich hätte es dann wirklich bis zum Ende einmal durchgespielt. Aber leider war es nicht möglich. Ich hatte da auch nur geplant, eigentlich eine halbe Stunde bis Stunde aufzunehmen. Und dann wurden da war eben 2 Stunden draus. Und das hat mir dann schon fast das Genick gebrochen. Hätte ich länger gespielt, dann wäre alles schief gelaufen. Aber glücklicherweise ist nochmal alles gut gegangen. Oh! Hä, hey, what? Was? Was zum... Dahin, oder? Was zum Fick? Ich überlege die Dinger mal eben abzubauen und oben drauf zu setzen. Müsste ich eigentlich entfernen können. Einfach mal und einfach mal mit. Warte mal, eben hier Platz machen. Aber ja, super. Intelligent. So, das Ding soll jetzt. Machen wir am besten gerade. Kabel sind ja, glaube ich, alle verbunden. Gehe ich mal jetzt stark von aus. Warte, die schmeißen wir mal eben rein. Alles klar, die Antennen müssen also auch mit hoch. Dann nehme ich die mal eben mit auf. Kann man die stapeln? Ich gehe mal davon aus, dass wir die stapeln können. Ich bin mit, ja, geht, alles klar. Mitten durch den Raum hängt das Ding einfach mal. Gut, eine Antenne kommt hier hin.
eine Antenne kommt dann einfach mal hier hin und eine kommt dann nach da. Und da kommt der Hai an, der will wahrscheinlich wieder zubeißen. Sag ich ja. Das sollte klappen. Ich überlege gerade, können wir noch... Kommen wir nicht vor. Muss ich doch wieder ein paar Sachen sammeln. Okay, das hat sich doch noch nicht erledigt. Alles klar. Wo haben wir unseren Haken? Da haben wir unseren Haken. Mal kurz den Rest wieder einpacken hier. Da das ganze Metall rein. Hier die zwei wunderschönen Eier rein. Ohne Scheiß, wir sind doch recht zügig unterwegs. Das muss ich schon sagen. Was kommt denn da an? Ein Bötchen. Schön. Komm, das nehmen wir uns auch mal einmal auf. Wir fahren auch darauf zu direkt. Also es könnte sein, dass wir damit in Kollision... Kollisionskurs fahren. Ach komm. Mein Fässchen. Ah, wir fahren nicht dahin. Okay, wir müssen wieder nach oben. Wir müssen nochmal nachgucken, ob wir noch auf Kurs sind, meine Freunde. Oder ob wir mittlerweile wieder einen anderen Kurs fahren. Also, Segel. Ah, nein. Falsche Taste. So, sanftes Drehen. Wie viele? 900, okay. 900 schöne Meter geradeaus. Wir haben vieles noch gar nicht gemacht, vieles noch gar nicht gebaut, aber ich würde sagen, wir haben schon einiges ganz gut geschafft. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Das ist ja kein Haken. Das ist ja kein Haken. Boah, wie elegant. Einfach elegant geworfen. Na komm. So, wir setzen uns mal wieder oben aufs Dach, nochmal gucken. Hallo Möwe. Kurz ein bisschen länger schauen. Pendelt, glaube ich, ganz minimal rüber. Wir schauen mal eben. So ein bisschen einstellen. So. Ich finde es trotzdem komisch, wir fahren geradeaus in die Richtung. Also wir fahren jetzt nicht nach da, weil der Müll kommt trotzdem von da an. Und der schwimmt ja eigentlich nicht, der liegt ja eigentlich im Wasser, normalerweise. Normalerweise sollte es so sein. Naja, mir soll es egal sein. Ich hab, solange wir am Zielalter ankommen, dann ist alles gut. Wieder ein bisschen mehr einrichten. 688 Schritte. Kriege ich das denn hier von oben? Hätte ich bekommen können. Kommen wir auf Kollisionskurs? Mal eben gucken. Ne, nö. Wir fahren dran vorbei. Es wird auch langsam dunkel. Schauen wir mal nach. Wieder ein bisschen mehr angleichen. Eieieiei. Komplett nach da. Also wir müssen doch mit einer Strömung rechnen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht direkt gedacht.
Jetzt stolpern wir geradeaus. Wir gehen aber erstmal pennen, damit wir ein bisschen was sehen. Und, so. Früh am Morgen. Und erstmal zum Frühstück eine große Wels. Oh, wo stehen wir denn? Da kannst du mal wieder nicht loslassen vom Boot. Also hier fehlen jetzt wieder welche, da hinten fehlt noch eine. Joa. Aber ich sag mal so, es sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Bisschen mehr als 500. Wirkt eigentlich gar nicht so übel. Aber mal eben unter Essen gucken, haben wir irgendwie... Wir haben nichts, was irgendwie... Ja gut, Kupfer. Kupfer können wir auch knabbern. Das ist so die kleine Marzhilfe zwischendurch. Aber wir haben jetzt nichts direkt, was irgendwie... Ich sag mal, Feuchtigkeit mitspendet, also Durst lindert. Oh, wir haben, glaube ich, gedreht, wa? Ah, doch noch nicht. 400 noch. Die drehen jetzt gerade sehr, sehr hart bei. Und man sieht so ein bisschen, wie es gerade am Meer ist. Ja, die Distanz wird verringert. Also irgendwo da liegt das Ganze. Da müsste das Ganze liegen. Und... Die Distanz wird verringert. Wir müssen immer wieder drauf gucken, dass sich das nicht ändert. Das hatten wir ja vorhin. Da waren wir, mussten wir in die Richtung ungefähr. Plus, minus. Gehe ich mal stark von aus. Und plötzlich mussten wir nach da fahren. Hat so ein bisschen was von so einer Eisschachtel, wa? Also wir richten immer ein bisschen ein. Na komm. Nein, 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 nein. Ein bisschen so. 300. Das liegt ungefähr jetzt da. Aber wenn wir das Ziel sehen, dann können wir es auch einfacher anpeilen, anlenken. Also wird es echt schwierig. Ist das ein Motorboot oder sowas? Wir müssen noch mal ein bisschen warten. Sind wir eigentlich hier oben noch drin? Kokosnüsse haben wir noch. Ja, guck mal, die können wir auch füttern. Ah! Ist das das da? Alter, was ist das? Ist kein Fleck auf meinem Bild hier. Bitte was zum... Hallo! Ich bin ein ausgebildeter Techniker. Komplett schräg. Da ist ein Schiff. Das ist ein Schiff, meine Freunde. Wir sind an einem Schiff. Das ist ein Schiff. Oder ein... Alter, was ist das? Ist das so eine Bohrinsel oder was? Feindliches Territorium. Alter, was ist das? Gut, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Was zum Fick?
Ich sag ja, das wird eine kurze Folge. Dahinter ist ein. Das hier ist ein Berg. Das sieht mir so nach einem Berg aus. Ich gehe mal davon aus, dass das. Eine Art Bohrinsel ist oder sowas. Können wir uns noch einen Haken bauen? Einen Anker? Oh mein Gott. Oh, was ist so? Da. Ne, haben nicht mehr genug Material. Aber alter Schwede, wie geil sieht das denn bitte aus? Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Warte, warte, warte. Schnell, 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 schnell. Bisschen drehen. So. Jetzt da komplett rüber. Lass mich hier ranfahren. Alter, wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf einer Bohrinsel? Auf einer verlassenen? Können wir hier ein Signal senden? Ein Signal abgeben? Können wir auf uns aufmerksam machen? Ich hoffe, dass das Boot da bleibt. Jetzt kommt, jetzt werden wir so eiskalt erschossen. Die Reise endet hier. Ich laufe hier mit so meiner Kokosnuss rum. Na? Lol. Ich bin nicht gesprungen. Warum bin ich nicht gesprungen? Ich habe die Kokosnuss jetzt übrigens nur noch bei mir, weil ich dann Durst, wenn ich Durst habe, dass ich den Durst bei ihm löschen kann. Boah, jetzt ist das hier noch zu einem Jump'n'Run oder was? Alter Verwalter. Hallo? Das Metall, ich glaube, das Metall brauche ich nicht. Außer ich kann hier nicht um Hilfe rufen. Und das ist nur eine Zwischenstation für irgendeine Ecke. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss auf jeden Fall hier rauf. Von dem Ding erschlagen werden. Utopia. Save people. It's there. Paddel, Scharnier. Toll. Kann ich hier nichts anklicken oder sowas? Ernsthaft jetzt? Mal ohne Scheiß. Ich habe keine Karte. Ich habe nicht mal Zettel. Ich habe nichts. Hallo. Kann ich hier nichts mitnehmen oder so? Oder abholzen oder sowas? Jetzt eigentlich, ich muss nochmal runter und nochmal gucken. Hä? Läuft. Läuft ja richtig. Also wir gehen jetzt erstmal nochmal runter. Aber was ist hier vorgefallen? Ist hier eine Seuche ausgebrochen? Ich kann auf jeden Fall keine Schränke, ich kann nichts öffnen. Und ich muss jetzt Utopia finden. Aber es war so klar, dass es hier so nur so eine Zwischenstation ist. Es war so klar. Alter, sieht aus, ey. Okay, hier war auch nichts. Muss ja irgendwie an Materialien an der Karte oder sowas kommen. Glas! Boah, guck mal, eine Sache haben wir schon mal. Kann ich ja auch nichts öffnen. Okay.
Ah, hier ist so ein bisschen Material. Plastik so ein bisschen. Aber wie sollen wir jetzt da hinkommen? Ich hab Durst. Kann ich auch denn nichts öffnen? Das gibt's doch nicht. Lol. Jedenfalls hat er Heilspaß gehabt. So, das ist ein Stahlträger. Aber ich bin mir immer noch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir hin müssten. Das ist ja schon älter, das ist wohl untergegangen. Ich muss mich beeilen, ich weiß nicht, wie lange mein Boot da noch hält. Ah, hier habe ich noch was gefunden. Okay. Aber das war's auch, ne? Mehr ist hier nicht zu holen. Tatsache. Also das Spiel gibt mir mittlerweile nur noch Fragezeichen auf. Keine Ausrufezeichen oder Antworten, sondern nur noch Fragezeichen. Noch ein bisschen materialientechnisch. Aber sonst nichts zu holen, nichts zu finden. Ich muss mich auch beeilen hier. Das ist nur so ein Mülleimer. Okay, einmal Luft holen. Auf zu unserem Boot. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach komplett nicht. Was wir jetzt machen müssen, wo wir jetzt hin müssen. Ich gucke nochmal oben auf das Radar. Utopia. Wir müssen jetzt das Utopia finden. Ich richte mal unsere Segel nach da. Warte mal. Fuck. Einmal nochmal dahin richten. Ich will mal irgendwas nachgucken. Ne, gibt's leider nicht. Schade. Weil oben war ja. Da oben war ja so eine Art Kreuz. Können wir ganz hoch? Heranschippern. Wir gehen jetzt eben mal schlafen und dann gehe ich nochmal ganz hoch. Ich möchte eben was testen. Und zwar, wenn ich ganz hoch gehe, kann ich noch höher als wo ich schon war. Das ist jetzt meine Frage, die sich mir stellt, die ich jetzt beantwortet haben möchte. Eventuell gibt es ja obendrauf noch was. Wenn, habe ich einfach keinen blassen Schimmer mehr. Oh fuck. Ich bin gerade komplett mit Fragezeichen überhüllt. Ich habe keine Karte. Ich weiß, dass oben eine Karte war, aber die konnten wir nicht aufnehmen. Wir müssen versuchen, das Utopia zu finden. Hä, what the fuck? Spring doch einfach und lauf doch nicht runter. Ich bin gleich durstig und hungrig. Obwohl, Hunger und Durst kann ich beides noch stillen. Ich habe noch ein paar Kokosnüsse. Und noch einen gebratenen Fisch.
Was blockiert mich da? Das gibt's doch nicht. Scheiß Bohrinsel hier. Nein, ich hab jetzt einfach keine Ahnung. Also. Leck mich. Spring doch einfach. Mein Gott. Was ist denn davon so schwierig? Ja. Es ist bei mir halt so die Frage. Wo wollen wir weitermachen? Wie wollen wir weitermachen? Wir können ja schlecht jetzt auf der Insel bleiben. Geht doch. Wir können ja schlecht auf dieser Insel bleiben. Hier ist ja nichts zu holen. Kaschinkopf weg. Okay. Kann ich von hier, ich glaube, runterspringen sollten hier nicht. Da können wir auch nichts machen. Ey, das gibt's doch nicht. Also hier wird angezeigt. Ich bewege übrigens meine Maus gerade gar nicht. Okay. Utopia soll so aussehen. Ach, wir sind im Jahre 2028. Australia complete converted in water. All ice will melt. Scientists, okay, natürlich hier ist. ...2023... Okay. Aber wir müssen nach dieser Ecke suchen, gehe ich mal stark von aus. Aber kann man hier keinen Funk irgendwie aufbauen? Nichts irgendwie? Gibt's doch nicht. Okay, wir müssen also irgendwie weiter segeln. Von hier oben habe ich auch keine Sicht wohin. Nirgendwo. Also keine Ahnung. Wie ich schon sagte, ich bin echt absolut ratlos. Das Spiel ist top, aber ich bin absolut ratlos, wo es gerade hingehen soll. Deswegen werden wir jetzt einfach mal weiter segeln. Erstmal wegbacken hier. Ich werde mal einen von den Dingern hier einmal abbauen, kurz. Dann wieder hinsetzen, um zu checken, ob wir. Genau. Jetzt geht's weiter. Um zu checken, ob wir eventuell dann ein neues Ziel bekommen. Wenn wir die Dinger wegsetzen und wieder hinsetzen. Jetzt gucken. Nein. Ich würde sagen, dann reisen wir erstmal in diese Richtung weiter und checken mal den Rest aus. Tschüss! Hast mir zwar nicht ganz so viel geholfen, aber naja. Also wir bräuchten jetzt irgendwie eine Karte oder sowas. Oha, ich brauche was zu trinken. Hallo? Hallo? Ich kann nicht. Hä? Ich kann das Wasser nicht aufnehmen. Was? Okay, wir müssen es einmal abbauen. Why ever? Hä?
Okay. Warte mal, wir haben ja jetzt. Ich guck mal ganz kurz nach, wie wir stehen. Also ich fahre jetzt einfach mal davon weg. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt weitermachen mit dem Let's Play oder nicht, weil eigentlich müsste das doch eigentlich das Ende sein, soweit ich weiß. Okay, einmal ganz kurz gucken. Wir machen jetzt einmal. Ach, wo haben wir das denn? Warum ist denn? Warum ist denn nicht da? Nein. Ach nee, bei Essen war das ja genau. Nee. Ach, wir müssen auch da erstmal erforschen, das Glas. Da war ja was. So. Einmal erlernen. Und das Ding bauen wir uns jetzt erstmal. Wir brauchen 4-mal Glas. Dein Ernst? Haben wir noch 3-mal Sand? Ey. Okay. Okay, jetzt langsam wird's echt lächerlich hier in dem Spiel. Also das Spiel ist schön und gut, aber manchmal sollte man auch mal die Prinzipien packen. Aber wir haben das nächste Ding entdeckt. Komm, da fahren wir jetzt auch nochmal hin. Also wir machen jetzt noch eine Folge, wir fahren dann auch nochmal hin. Wenn das wieder eine Station sein sollte und wir wieder nichts finden, werde ich, glaube ich, das Let's Play einfach beenden. Mit einem großen Fragezeichen, aber mit einem, naja, verständlichen hoffentlich. Mal kurz gucken, wie fahren wir? Wir fahren gerade so, dann fahren wir erstmal dahin. Ich frage mich mal, mit 2 Segel aufbauen, ob die dann doppelt so schnell sind. Die Dinger sind noch nicht mal richtig eingehauen. Weil, ich sag mal so, es macht Spaß. Es macht Spaß, das Spiel. Es würde mich auch weiter freuen, das zwar nicht alleine zu spielen, aber weiter zu spielen. Aber manche Sachen, die sind einfach irgendwie so eklig verbuggt. Ah, lass es zu schmecken. Die sind teilweise so verbuggt, da habe ich einfach keine Lust drauf. Hier zum Beispiel mit den Truhen, die kann ich jetzt nicht öffnen. Ich kann mir hier nichts mehr zu trinken machen. Ich, weiß nicht, wie lange ich noch den Grill verwenden kann. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann hier noch Planken setzen. Hier kann ich, brauche ich gar keine setzen gerade. Und wir finden halt kein Ziel. Also da, ja. Wie gesagt, es macht Spaß, aber es ist irgendwie für mich so ein bisschen, naja. Wir haben viel erlebt, wir haben vieles gebaut, wir haben vieles gemacht. Wir haben ständigen Kampf mit dem Hai gehabt. Wir haben ihn einmal gekillt. Und dann sollte es einfach, glaube ich, gut sein. Eventuell wäre es da sowas für meinen Freitagsstream. Ich glaube, da würde sich das Ganze ganz gut anbieten. Ich finde es doof, dass ich jetzt an dieser eine, an die eine Kiste nicht drankomme, wo der Sand drin ist. Die ist nämlich da drin, da ist diese Scheiße drin, da, in diesem, da, weißt du, da. Ich habe jetzt keinen Bock, hier wieder so rumexperimentieren, so mit Vor- und Zurücklaufen, das funktioniert einfach nicht. Da ist nichts drin. Ja, die beiden kann ich jetzt nicht mehr öffnen, okay. Das Ding kann ich auch nicht mehr verwenden. Das ist so, ich sag mal, der einzige Makel des Spiels. Dass das einfach nicht mehr funktionieren will. Den Wasserspender, den ziehe ich mal jetzt komplett da raus. Den baue ich jetzt. Puh, wo können wir den aufbauen, ja. Gute Frage. Ja, guck mal, jetzt funktioniert das schon wieder. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Wir fahren schon mal in die richtige Richtung. Also es muss ungefähr da irgendwo liegen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten auf den Hügel. Hallo. Gucken wir gerade mal die Dinger an, ob die alle gleich aussehen.
so einen kleinen Fimmel da hinten, jo. Wie sah der kleine Fimmel ein bisschen größer ausgewirkt, also wirkungstechnisch. 600 haben wir also auch gleich. Aber wenn wir da jetzt auch nichts finden, dann, haben wir die letzte Folge dann in etwas länger. Also dann wird das hier eine Folge werden, weil wir sind ja relativ schnell da. Und ja. Können wir ein paar Fässer angeln. Ich mag Fässer. Eventuell, also es ist ja theoretisch... Oh, so nah war ich noch nie bei dir dran. Ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt ein Ende, ein direktes Ende hat. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das Ding ein Ende hat. Da müssen wir ein bisschen weiter drehen. Ich habe jetzt mal extrem weit gedreht. Weil das Ding ist irgendwo da. Ja, ich fahre jetzt ungefähr in die Richtung. 500 Schritte noch. Meter. Distanz 500. Steht auch nichts dahinter, dem Meter oder Zentimeter oder Kubikdezimeter oder Liter oder so. Seemeilen. Naja, wir legen uns zurück. Ich würde sagen, wir genießen die Show. Warte mal, ich muss was trinken. Gucken. 400, dann sollten wir es auch bald sehen. In der, ja, in der Richtung ungefähr hier. Also wenn ihr das gerne auf jeden Fall öfter sehen wollt, da ich ja freitags jetzt ab und zu mal streamen werde, also ab und zu, es kommt halt darauf an, wie ich normal arbeiten muss, ob es hinhaut oder nicht, kann es sein auf jeden Fall, dass wir auch mal ab und zu das hier spielen. Da könnt ihr dann gerne dabei sein, ein paar hilfreiche Tipps geben oder mal ein bisschen sagen, was die Sache ist. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Es wäre auf jeden Fall der dritte Punkt, den wir jetzt verfolgen, und das wäre der zweite, wo wir dann andocken. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir da gleich andocken werden. Und dann wird sich zeigen, wo es hingeht. Also meine Vermutung ist, dass es wieder so eine Bohrinsel sein wird, die genauso aussieht wie vorhin. Und zwar nur, dass ein paar Sachen andersrum liegen. Also die ganzen Kisten und sowas, dass vielleicht ein bisschen was andersrum fliegt. Aber sonst im Großen und Ganzen wird das ungefähr genauso werden, meiner Meinung nach. Wie es genau aussieht, weiß man natürlich nicht. Oder ich auf jeden Fall nicht. Und ja. Da lasse ich mich auf jeden Fall mal schön überraschen. Ich bin ja der Ahnungslose hier. Wir treiben, glaube ich, gerade minimal ab, oder? Nee. Oh, hier ist es aber windig, ey. Jetzt ist es aber windig. Jetzt muss man mal ganz kurz gucken. Wir treiben noch langsam drauf zu. Oh nein, Wellen. Also ein bisschen hin und her gucken. Oh, ich habe die Batterie mitgenommen. Wow. Wow, genial. Ich stelle mich schon mal hier bereit hin, dass wenn wir das Segel umpflanzen müssen, also drehen müssen, dass ich dann ungefähr das Ganze drehen kann. Da ist sie wieder.
Kann ich vorstellen, die nächste Bodensee. Sieht ein bisschen kleiner aus. Ein bisschen sehr viel kleiner. Naja, wird die Folge nicht ganz so gemeint. Das mit den Wellen gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Das gefällt mir gerade gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich hier hoch kann. Dann kann ich da hochklettern. Dann bin ich theoretisch irgendwo oben drauf. Aber das könnte auch eine Tür sein, einfach dass man reingehen kann. Ist auf jeden Fall auch versunken wie das andere Ding davor. Und wir gucken mal nach. Wir schauen mal nach, was uns das Ganze bringt. Was wir dort für Informationen herausziehen können. Vielleicht muss man auch mehrere Dinger dafür finden, um dann, sag ich mal, so ein Endprodukt zu bekommen. So nach dem Motto, auf jeder Insel findet man so ein bisschen was. In der letzten Insel haben wir also halt den H-Punkt gefunden. Okay, da muss irgendwie was sein. Vielleicht finden wir da jetzt eine Karte. Etc. pp. Irgendwie sowas in der Art. Okay, wir müssen weiter weiterreden. Ja, einmal so. Wir müssen nach da fahren. Nach da. Überhaupt voran? Weil man immer das ganze. Schnell wieder hissen, schnell wieder hissen, schnell wieder hissen. Alles leckt so ein bisschen. Wir müssen gucken, dass wir rankommen irgendwie. Sonst packe ich das Paddel aus. Na komm, na komm. Paddel, paddel, paddel. Also paddel, 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 habe ich mir einen Vital, alles klar. Wir paddeln uns dahin. Ah, der begnügt sich wieder irgendwann. Das Paddel ist neu. Ich weiß gar nicht, hat mir das getrafter? Das hatten wir, glaube ich, gerade bekommen, ne? Auf der letzten Insel. Komm schon. Das mit den Wellen ist natürlich jetzt scheiße. Hui. Na los, ich hab da keinen Bock hinzuschwimmen. Sieht aus, als ob wir in den Wellen versinken würden. Kommt wieder eine Welle. Aber jetzt reiben wir auf jeden Fall ab. Also wir brauchen einen Anker. Ich hole mir mal ganz kurz Steine. Ah, Seile brauchen wir auch, ne? Da, da, das. Steine brauchen wir 4 Stück, was? Ja, das wäre jetzt kein Problem, Seil, aber Steine? Kartoffeln. Wir haben keine Steine. Drehen, bis wir da hinkommen. So treiben wir komplett ab, alles klar. Hallo, hallo, Segel. Ah, ist das zum Kotzen, ey.
das zu kurz. Also hier sind wir auch nicht ganz so müssen wir auch nicht ganz so weit, um ich sag mal ein Ziel zu erreichen, aber es wird nicht das Ende sein. Weiter rüber. Ich will dahinter kommen. Dass wir uns so dahinter haken können. Die werden so weggeschwemmt. Boah, ist das zum Kotzen, ey. Ohne so einen scheiß Anker, weißt du? Komm noch ein Stück, dann spring ich rüber. Schnell hoch. Hier ist natürlich wieder nichts. So hilfreich, die Scheiße. Oh, da stoße ich mir den Kopf. Da kann ich hier rein. Ich muss hier raus. Ah, ist nur so eine Kiste. Oh, fuck it, ey. Na komm. Alter, wo bin ich denn bitte? Tja, meine Lieben, ja, wir haben keine Informationen. Und wissen nicht, wo wir hin müssen. Wir sind weit gekommen, aber wir haben es nicht ganz erreicht. Ich würde sagen, als große Abschlussfolge, wir haben es zwar nicht ganz erreicht, aber wir haben langen Überlebenswillen gezeigt. Und ja. Da ich jetzt keine Informationen haben, um einen Lösungsweg zu haben, würde ich da sagen, dass wir das Ganze hier beenden mit diesem Let's Play. Auch mit Glück deine Möwe, ja. Hast uns gut Beistand geleistet. Auf unserem kleinen Bötchen, weil wir gehen auch bald unter, weil der Tai wird irgendwann unten alles kaputt gebissen haben und wir können nicht mehr alles reparieren. Vor allem, wenn wir jetzt mit dem Segel die ganze Zeit durchsegeln, haben wir auch keine Materialien mehr. Und daher würde ich sagen, dass wir das Ganze hier beenden. Es war auf jeden Fall ein schönes Let's Play bisher. Wenn ihr aber sagt, ich soll es weiterspielen, ich habe schon eventuell geplant einen Zeitpunkt, wo ich ein paar Let's Plays weitermachen möchte, die ich beendet hatte schon vorzeitig, um dann einfach die Let's Plays wirklich zu Ende zu führen. Bei manchen habe ich einfach so lange nicht mehr die Lust verloren, will ich jetzt nicht ganz sagen, das habe ich auch bei manchen anderen, aber bei manchen habe ich einfach so nach dem Motto, da muss ich mich jetzt wirklich extrem durchziehen und ich habe einfach keinen blassen Schimmer. So, ich setze das Ding nochmal neu hin. Und haben den gleichen Punkt noch. Daher würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier. Es war auf jeden Fall ein wunderschönes Let's Play. Es freut mich auf jeden Fall immer wieder sowas zu spielen. Also vor allem sowieso solche neuen Indie-Games. Was das Einzige, was mich jetzt wirklich aufgeregt hat, abgesehen vom High, waren hier die Kisten halt, dass man die ab und zu nicht öffnen kann. Jetzt können wir die plötzlich wieder öffnen. Ja, hier sind die Steine gewesen, die wir gebraucht hätten. Aus Seide. Hier ist auch Sand. Aber, dies brauchen wir jetzt nicht mehr. Dies liegt jetzt in der Vergangenheit. Was ich jetzt mal eben noch testen würde, wäre eventuell, dass wir die Dinger mal alle abbauen und alle mal irgendwo anders hinsetzen.
Ich will mal eben so, dass die Kabel vernünftig gelegt sind, weißt du? Einfach nur, weil ich's kann. So. Das will ich mal eben nochmal machen, ob die Kabel, wenn die Kabel richtig sind, ob man dann irgendwas richtig macht. Ist das richtig? Ja. Hier die 1, dann kommt hier die 2 hin. Weil die 2 kommt einfach mal hier mittig rein. Ja, die muss ungefähr. Weil ich stelle die mal hier hin. Und dann kommt die 3 hier hin. Ja, jetzt haben wir da schon wieder was. Aber ich würde sagen, dass wir verabschieden uns hier bei dem Sturm. Ich gehe mal lieber rein unten. Und das wird jetzt eine Folge werden, die letzte. Einfach nur, weil ich es kann, weil ich es kann. Wir haben auch kein Licht an, also nichts. Dementsprechend, Leute, verabschiede ich mich hier von euch. Und würde sagen, macht es gut. Bis zu einem neuen Let's Play. Ja, jetzt bin ich mir auch noch durstig. Bis zu einem neuen Let's Play. Und, ja. Aber ich habe irgendwie keine Lust, gerade komplett aufzuhören. Aber es bringt mich einfach nur in Verzweiflung. Gut, ich würde sagen, wir streichen die Segel. Beziehungsweise können wir auch mal eben drehen. So, mal eben nach da. Wir streichen die Segel, Leute. Macht es gut, bis zu einem neuen Let's Play und bis auf ein neues Spiel. Auf weitem See. Macht es gut, Leute. Und tschüss.